Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich die ganzen WLAN-Einstellungen. Funknetz zeigt an, welche Geräte hier gerade verbunden sind und welche verbunden waren. Ich habe hier mal ein sehr schnelles Gerät rausgegriffen, nämlich die Dell Workstation 1. Und da seht ihr an den vielen grünen Pfeilen, die ist im Modus WLAN 11AX alias Wi-Fi 6 mit der Fritzbox gerade verbunden. Und zwar haben die beiden einen sehr breiten Kanal von einer Kanalbandbreite von 160 MHz miteinander in der Luft aufgemacht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie die optimale Geschwindigkeit erreichen können. Die Verschlüsselung ist WPA2 und beide Geräte sind im Zwei-Antennen-Betrieb. Auch hier ein wichtiger Punkt. Standardmäßig wird die Fritzbox ja mit einem einzigen WLAN-Namen ausgeliefert, also beispielsweise Fritzbox 6660XYZ. Ihr könnt hier aber am ersten grünen Pfeil draufklicken, unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5 GHz Band. Und dann könnt ihr eben zwei verschiedene Namen für das 2,4, für das langsame 2,4 GHz und für das schnelle 5 GHz Band vergeben. Das hat bei mir unter anderem den Vorteil, dass ich dadurch eben langsame Geräte in das 2,4 GHz Band reinlegen kann, wie beispielsweise den HP-Drucker, den wir früher schon gesehen haben, und schnelle Geräte in das 5 GHz Band legen kann. Nachdem man das angelegt hat, kann man mit dem Handy auch direkt auf diese QR-Codes draufgehen und das Handy verbindet sich dann direkt mit diesen neuen Funknetzzellen. Ohne dass man jetzt den Key eintippen muss, mühsam, der ist ja meistens sehr kompliziert oder sollte sehr kompliziert sein. Das wird dann kurzfristig durchgeschossen und man spart sich diese Arbeit. Drückt man auf Übernehmen, dann wird hier nochmal ausdrücklich eine Seite aufgemacht mit den Zugangsdaten und ihr seht hier im 2,4 GHz Band könnte ich jetzt, um das Handy zu verbinden, entweder diesen ewig langen WLAN-Netzwerkschlüssel eintippen. Gefahr, dass ich mich vertippe, ist groß. Oder ich halte das Handy einfach auf diesen QR-Code und das Handy geht da automatisch rein. Ich habe das jetzt ausgeschwärzt, weil das ja tatsächlich mein produktives, echtes WLAN ist. Man könnte aus der Nachbarschaft dann beispielsweise sich direkt in mein Netz einwählen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch im 5 GHz Band. Man kann die Zugangsdaten auch ausdrucken. Hier beispielsweise rechts oben auf dem HP-Drucker. Mache ich zwar nicht, aber ich zeige es Ihnen einmal ganz kurz. Funkkanaleinstellungen, die kann man ab Werk so lassen, wie sie sind, dass sie nämlich von der Fritzbox automatisch gesetzt werden. Man kann sie aber auch selber anpassen. Da seht ihr, dass die Kanalauswahl nach wie vor in beiden Bändern auf Autokanal steht, dass die WLAN-Standards im 2,4 GHz Band GN und AX sind. Man könnte sie aber auch reduzieren, wenn man sagt, ich habe sowieso keine AX-Geräte, also nehme ich das weg. Das gleiche gilt auch im 5 GHz Band. Man kann also hier die Normen runterfahren. Maximale Sendeleistung steht hier normalerweise auf 100%. Das kann man auch auf die Hälfte oder auf ein Viertel, ich glaube auf noch weniger, auf ein Achtel auch runternehmen. Dadurch wird das WLAN nicht unbedingt langsamer. Aber die Reichweite wird dadurch eben reduziert. Das kann erwünscht sein, wenn ihr beispielsweise eine eher kleine Wohnung habt und sagt, ja, meine Fritzbox strahlt ja bis in das übernächste Apartment rein. Also normalerweise hat man ja eher das umgekehrte Problem, dass die Fritzbox nicht weit genug strahlt. Aber hier könnte man sagen, ich fahre die Leistung runter, damit sie nur in meinem Apartment strahlt und nicht die nächsten drei Apartments noch mit versorgt. Hat ja auch Sicherheitsgründe, weil wenn das WLAN nicht über die Wohnung hinaus strahlt, kann es auch nicht von außen angegriffen werden. Hier kann man sich die Auslastung des aktuellen Funkbandes auch grafisch anzeigen lassen. Hier mal beispielsweise für das 2,4 GHz Band im 10 Minuten Zeitraum. Hier haben wir mal eine ganze Stunde dargestellt und hier 24 Stunden. Jetzt ist die Kurve natürlich hier nur noch ganz hinten. Das letzte Zipfelchen dran, das liegt natürlich daran, dass wir ja vor 1,5 Stunden die neue Firmware eingespielt haben und die Fritzbox da mal kurz runtergefahren hat und dann hat sie eben
die Aktivitäten vor diesem Firmware-Update hier nicht mehr im Cache drin. Lassen wir uns 7 Tage anzeigen, dann ist die Kurve natürlich noch kürzer, weil wir das Update ja gerade eben erst durchgeführt haben. Das gleiche im 5 GHz-Band. Da war in den letzten 1,5 Stunden offenbar gar nicht viel los. Da müssen wir eben dafür sorgen, dass ein bisschen Verkehr entsteht. Wir machen einen kurzen Speed-Test. Da sehen wir rechts bei den grünen Balken, dass eben auch als Aktivität angezeigt wird. Machen wir noch einen weiteren Test mit dem neuen Vodafone Speedtest Plus. Da gibt es ein eigenes Video dazu und erzeugen hier eine weitere Kurve. Und jetzt der Upload bei 52 Megabit, der ist jetzt gerade mal wieder okay, den kann man lassen. Und wie gesagt, der Test lief jetzt mit dem Vodafone Speedtest Plus. Der hat so gewisse Vorzüge, beispielsweise analysiert er auch WLAN-Schwächen. Wenn jetzt die Testwerte nicht dementsprechen, was der Anschluss eigentlich liefern sollte, dann analysiert der, ob das Problem am Vodafone-Anschluss liegt oder in den dahinterliegenden WLAN-Endgeräten. Hier kann man sich schön anzeigen lassen, auf welchen Kanälen die Fritzbox aktuell arbeitet. Also wir sehen hier, sie liegt auf Kanal 1 und wenn jetzt nicht so viel los wäre, dann würde man versuchen, sie möglicherweise in einen Bereich zu legen, wo eben wenig Betrieb ist oder wo gar keine WLANs aus der Nachbarschaft reinstrahlen. Solche Bereiche habe ich hier leider nicht. Und überlasse es allerdings der Automatik, dass die Fritzbox sich selber aussucht, auf welchen Bändern sie aktiv ist. Das gleiche im 5 GHz-Band. Wir sehen hier, die Fritzbox liegt hier oder arbeitet hier auf den Kanälen 36 bis 64. Das sind eben 8 Kanäle und da jeder Kanal 20 MHz Bandbreite in der Luft verbraucht, haben wir 8 mal 20, also 160 Megahertz, das kommt euch jetzt sicherlich bekannt vor. Das sind eben die 160 Megahertz, die die Fritzbox braucht, um die volle Geschwindigkeit von 2400 Megabit brutto überhaupt mit dem Endgerät zusammen realisieren zu können. Hat sie nur 80 Megahertz, dann kann sie halt maximal 1200 Megabit pro Sekunde realisieren. Hier kann man sich anzeigen lassen, wie viel konkurrierende Netzwerke sonst noch durch die Luft funken. In meinem Falle seht ihr hier, im 2,4 GHz-Band sind es 20 Netze und im 5 GHz-Band sind es 3 Netze. Also nach wie vor, das 5 GHz-Band ist auch bei mir viel, viel sauberer als das 2,4 GHz-Band. Also das 2,4 GHz-Band macht schon bald keinen Spaß mehr. Verschlüsselung. Die Fritzbox ist ab Werk mit WPA2 Security ausgestattet. Wenn man jetzt die neue und schärfste WPA3 Verschlüsselung nutzen will, dann muss man die aktiv einschalten. Es wird hier ein Doppelmodus unterstützt, nämlich WPA2 plus WPA3. WPA3 only hat die Fritzbox offenbar nicht vorgesehen. Die Fritzbox verschlüsselt sich mit dem Gerät dann mit WPA3, sofern das Endgerät eben WPA3 schon beherrscht. Und hier sieht man eben, Apple-Geräte beherrschen WPA3 erst ab iOS 13. Wenn man die Geräte über WPS verkoppeln möchte, geht sowieso nur WPA2. Und Windows-PCs brauchen für WPA mindestens Windows 10 ab Version 1.9.0.3. Und außerdem muss eben auch der WLAN-Treiber WPA3 unterstützen. Muss allerdings sagen, sowohl Windows 10 1.9.0.3 als auch WPA-Treiberunterstützung stand bereits im Februar 2020, als ich die Fritzbox 6660 erstmals installiert habe, bereits zur Verfügung. Also jeder, der sein Windows 10 alle paar Monate mal updatet, müsste längst mehr als diese Version haben. Hier ist jetzt WPA2 und WPA3 aktiviert. Hier könnte man den WLAN-Zugang beschränken. Dahinter verbirgt sich im Prinzip ein MAC-Adressfilter. Und dann hat man ja noch den Bereich der nicht bekannten Geräte. Die könnte man ausschließen. Man kann hier aber auch sagen, alle neuen WLAN-Geräte grundsätzlich zulassen. Das ist nur eine Ansichtssache. Also ich habe öfter schon mal WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränkt und habe mich dann gewundert, weil ich ja als Tester oftmals
wechselnde Geräte in der Hand habe. Wieso komme ich mit diesem Gerät da nicht rein? Und dann ist mir eingefallen, ja klar, ich habe ja die Zulassung von neuen WLAN-Geräten unterbunden. WPS-Schnellverbindung, wer es noch nicht kennen sollte, das ist eine sehr feine Sache. Ich mache ein Beispiel, man will sich mit seinem Handy jetzt in die Fritzbox einloggen und geht dann auf den entsprechenden Netznamen und dann wird ja normalerweise der Sicherheitskey, der WLAN-Key abgefragt und anstatt den jetzt umständlich einzutippen und sich vielleicht noch zu vertippen, wenn er sehr kompliziert ist, drückt man in dem Moment entweder beim grünen Pfeil auf WPS starten oder man drückt den Hardware-Knopf, den entsprechenden an der Fritzbox und dann schießt die Fritzbox kurz den WLAN-Key in das Handy rüber und man erspart sich eben das Eintippen eines umständlichen Keys. WLAN-Zeitschaltung ist eine gute Methode, um beispielsweise die Fritzbox nachts abzuschalten. Wenn man das aktiviert, gibt es hier eine Voreinstellung seitens AVM. Die haben das da, wenn ich genau hinsehe, von 5 Uhr in der Früh bis abends um 23 Uhr eingeschaltet und nachts eben ausgeschaltet. Ist eine wunderbare Möglichkeit, um 2-3 Watt Strom zu sparen. Und wer jetzt sensibel auf jedwede Art von Strahlung reagiert oder zumindest der Meinung ist, dass er darauf reagiert, der kann das WLAN nachts natürlich auch abschalten oder wer kleine Kinder hat und sich da Sorgen macht, vielleicht nachts abschalten. Man kann das auch sehr leicht an die eigenen Wünsche adaptieren. Einfach den roten Radiergummi in die Hand nehmen und kurz mal drüber fahren mit der Maus und dann seht ihr hier, ich habe hier eine Mittagspause von Montag bis Donnerstag WLAN abgeschaltet und habe auch abends das WLAN hier etwas früher abgeschaltet. Gastzugang ist bei mir momentan abgeschaltet. Ich habe aber einen schon mal früher hinterlegt. Der private WLAN-Gastzugang zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Regel ein Passwort hat. Der öffentliche Gastzugang hat in der Regel eher kein Passwort, dass die Leute eben ganz einfach reinkommen, also sozusagen ein Service. Mein privater Gastzugang heißt jetzt beispielsweise Gasthof. Der ist normalerweise standardmäßig mit WPA2 verschlüsselt, aber auch hier wäre es möglich, die WPA2-Verschlüsselung für das Gastnetz zu aktivieren. Ich habe auch den Push-Service aktiviert, jetzt alles nur mal als Demo, weil normalerweise habe ich das Gastnetz gar nicht aktiv. Und hier könnte ich mir auch die Aktivitäten an- und Abmeldung von Geräten als Push-Service aufs Handy schicken lassen. Ab Werk ist es nicht aktiviert, dass WLAN-Geräte untereinander kommunizieren dürfen. Wenn man das einschaltet, muss man sich darüber klar sein, dass eben die Geräte verschiedener Gäste, nehmen wir mal jetzt eine Zahnarztpraxis oder eine Hotellobby, dass die Geräte unterschiedlichster Gäste miteinander kommunizieren können und dürfen. Das hat ja auch Sicherheitsaspekte und Datenschutzaspekte. Also lieber nicht aktivieren, es sei denn, man hat spezielle Gründe dafür. Ja, hier wird es jetzt richtig professionell. Man kann beim Gastzugang sogar eine Vorschaltseite anzeigen lassen. Das findet man sonst vielleicht eher in Hotels. Hier meldet sich das Hotel XYZ. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Man kann sogar ein Bild in die Begrüßungsseite mit reinlegen.